Sechs wichtige Änderungen für Rentner und Arbeitnehmer im Monat November 2023. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Monat November ist es wieder soweit, es gibt wieder wichtige Änderungen, die auch für Rentner, aber auch für Arbeitnehmer wichtig sein können. Im Jahr 2023 stehen viele wichtige gesetzliche Änderungen an, die jeweils auf die Kalendermonate des Jahres verteilt sind und, wie ich schon gesagt habe, für Rentner und Arbeitnehmer wichtig sein könnten. Starten wir einfach und legen mal los. Also, wie immer, als allererstes die Geburtsjahrgänge, die im November 2023 in Rente gehen können. Im Monat November 2023 ist für bestimmte Geburtsjahrgänge der Rentenbeginn einer Altersrente möglich. Und es gibt ja in Deutschland im klassischen Sinne vier Altersrentenarten. Und zwar einmal die Regelaltersrente, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Drittens die Altersrente für langjährig Versicherte und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Starten wir doch einfach mal mit der Regelaltersrente. Und da können die Geburtsjahrgänge vom 2. November 1957 bis einschließlich 1.12.1957 erstmals am 1.11.2023 die Regelaltersrente in Anspruch nehmen. Sie kennen diese Regelaltersrente unter dem Schlagwort reguläre Rente. Diese Rente hat, bitte nicht vergessen, keinen Abschlag und Sie benötigen für diese Rente nur 5 Jahre Beitragszeiten. Das sind 60 Kalendermonate. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen können die Geburtsjahrgänge vom 2. Februar 1962 bis zum 1.3.1962 am 1.11.2023 erstmals mit 10,8% Abschlag in Anspruch nehmen. Das ist der erstmalige vorzeitige Rentenbeginn, ohne Abschlag dann 3 Jahre später. Ja, für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen brauche ich einen Grad der Behinderung von 50. Das muss ich nachweisen mit dem Schwerbehindertenausweis oder einen entsprechenden Bescheid durch das Versorgungsamt. Und ich brauche 35 Jahre Wartezeiten. Dann die dritte Altersrente, die Altersrente für langjährig Versicherte, ist zum 1.11.2023 für die Geburtsjahrgänge vom 2.10.1960 bis zum 1.11.1960 mit 12% Abschlag erstmals, also frühestmöglich, möglich. Davor geht das nicht. Dazu wird aber noch, wie bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen, zum Rentenbeginn eine Wartezeit von 35 Jahren benötigt. Und last but not least, unsere letzte Altersrente, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Altersrente, die Sie kennen mit den 45 Jahren Wartezeiten. Da können die Geburtsjahrgänge vom 2. August 1959 bis einschließlich 1. September 1959 zum 1.11.2023 erstmals in diese Altersrente gehen oder die Altersrente in Anspruch nehmen. Wer am 2.9.1959 geboren ist, kann erstmals zum 1.12.2023 diese Altersrente bekommen. Was brauchen wir noch? 45 Jahre anrechenbare Wartezeit. Und wie immer nicht vergessen, Rentenantrag stellen. Von allein gibt es keine Altersrente, so der allgemeine Grundsatz. Die zweite Änderung, und zwar die Rentenzahlung im November 2023. Die Rentenzahlung im November 2023 erfolgt am Donnerstag, dem 30.11.2023. Denn dieser Tag ist zum einen der letzte Tag im Monat November und er ist auch der letzte Bankarbeitstag im Monat November. Er ist kein Bankfeiertag, denn er ist kein gesetzlicher Feiertag. Für alle Renten, die nachschüssig gezahlt werden, also für Ende November 2023, ist der 30.11. der letzte Überweisungstag. Für alle Renten, die vorschüssig für den Monat Dezember 2023 gezahlt werden, ist der 30.11. ebenfalls der entsprechende Überweisungstag. Drittens, Auszahlungstermin Bürgergeld für November 2023. Das Bürgergeld für November 2023 wird spätestens am 31. Oktober 2023 ausgezahlt. Das heißt, an diesem Tag, es ist ein Dienstag, muss es dem Bürgergeldbezieher zur Verfügung stehen, also auf dem Konto gutgeschrieben sein. Bürgergeld wird immer im Voraus gezahlt.
Vierte Änderung, der Auszahltermin für das Wohngeld für November 2023. Das, was für das Bürgergeld gilt, gilt auch für das Wohngeld. Es muss ebenfalls am letzten Bankarbeitstag des Vormonats, Vormonaten von November ist der Oktober, auf dem Konto des Wohngeldberechtigten gutgeschrieben sein. Schließlich geht es um die Mietzahlung, die ja oft am dritten Werktag des Monats November oder des Folgemonats dann fällig werden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass dieses Wohngeld praktisch dann Ende Oktober 2023 für November auf dem Konto der Berechtigten eingezahlt wird. Fünfte, auch wichtige Änderung für Rentnerinnen und Rentner, die also uns sozusagen ein bisschen das Leben einfacher machen. Änderung in der Beantragung Personalausweis und Reisepass. Da geht es darum, dass die Art und Weise, wie Personalausweis oder Reisepass beantragt wird, sich im Monat November 2023 grundlegend ändert. Die Antragstellung kann nun digital ohne Unterschrift erfolgen. Mithilfe der Digital-PIN kann man den Personalausweis oder Reisepass online nutzen. Für diese Online-Funktion war bisher bei der Abholung des Ausweisdokumentes auf dem Amt eine Unterschrift zu leisten und dann bekam man die Digital-PIN per Post nach Hause zugeschickt und zwar von der Bundesdruckerei. Ab dem 1. November 2023 reicht die Zustimmung zum vorgefertigten Text aus. Das ist ein wirklich wichtiger Vorteil für uns alle. Sechste und letzte Änderung im Monat November. Der Wechsel der Kfz-Versicherung ist sicherlich auch für Rentner wichtig, ist nur noch bis zum 30. November 2023 möglich. Also alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer, Verbraucher, die sozusagen noch sich unschlüssig sind, ob sie bei der bestehenden Kfz-Versicherung bleiben wollen, weil die möglicherweise teurer wird, die können noch bis zum 30. November ihren Wechsel herbeiführen. Viele Versicherungen werden die Versicherungsprämien deutlich anheben, weil Reparaturkosten, Ersatzteile, Stundenlöhne gestiegen sind. Es wird irgendwie eingepreist. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen dann nochmal die Preise vergleichen. Nutzen Sie ein Online-Vergleichsportal. Aber aufgepasst, nicht jede Kfz-Versicherung ist in einem Online-Vergleichsportal mit enthalten. Ja, meine Damen und Herren, und zum Schluss für alle diejenigen, die sportbegeistert sind und die Biathlon gerne verfolgen. Am 25. November 2023 geht es mit dem Biathlon-Weltcup wieder los. Die neue Biathlon-Weltcup-Saison 2023 startet am 25.11.2023 und sie endet am 17. März 2024. Also eine lange Zeit. Viel Spaß beim Biathlon, viel Spaß beim Fernsehen gucken. Das waren die sechs wichtigen Änderungen im November 2023. Im Überblick gerne auch auf unserem Online-Portal rentenbescheid24.de zum Nachlesen. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.